Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. Weiter geht's. Wir haben ja beim letzten Mal die Story des Spiels beendet. Ja, und ab dem heutigen Part sammeln wir noch die restlichen Powersterne. Willkommen zurück. Ich wusste, dass du schließlich zurückkehren würdest. Schau auf den Boden zu deinen Füßen. Diese Zahl steht für die Sternkraft, die du noch brauchst, um in eine andere Welt zu gehen. Eine andere Welt. Dort wirst du dir selbst begegnen. Aber bist das wirklich du? Ha, sehr, sehr mysteriös. Okay, wir brauchen also noch 24 Powersterne. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir uns um die Schabernack-Kometen kümmern, ne? Hier vorne bei der Terrasse schwebt zum Beispiel einer. Ein lilaner. Ich glaube, das sind neue. Also das sind so Endgame-Aufgaben. Glaube ich. Aber sehen wir ja gleich. Im Anflug auf lila Komet. Die lila Münzen im Eiersternhaufen. Okay, wir müssen 100 lila Münzen sammeln wahrscheinlich. Ja, das wird ja nicht ganz so schwer sein, ne? Denke mal, das geht ruckzuck. Ach so, und wir brauchen auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Sternteile. Ich muss ja einen Gourmet-Luma füttern. Und ich brauche noch Sternteile, um die Schabernack-Kometen zu verschieben. Heißt, wir sammeln hier wirklich alles ein, was wir finden können. So, ich glaube, auf diesem Planeten habe ich schon alle lila Münzen, ne? Ja, sieht erstmal vernünftig aus. Ah, hier kriegt man auch welche. Was ist mit dem Stern hier? Oh nein! Oh nein! Jetzt fehlen mir unten noch welche. Na egal, wurscht. Ich denke mal, man kommt nochmal zurück. Also grundsätzlich mag ich diese Sammelaufgaben, ja. Ich finde die ganz witzig. Vor allen Dingen haben wir kein Zeitlimit, also ist das Ganze hier schon recht chillig. Okay, auf dem Yoshi-Ei haben wir auch alles. Na dann, weiter geht's. Ja, wahrscheinlich fliegt man hier im Kreis, ne? Okay, hier können wir nochmal abbiegen. Ach, da gibt es noch mehr Münzen, okay. Aber so langsam haben wir auch alles gesehen. Ach, jetzt kommt man hier hin, okay. Ah, ich verstehe. Oh. Hier gibt es doch mit Sicherheit noch Sternteile, ne? Ja, ich bin ja so ein bisschen traurig, dass das Spiel bald vorbei ist. Beziehungsweise, dass das Let's Play bald vorbei ist. Es gibt ja noch Super Mario Galaxy 2, ne? Also. Das ist nicht das letzte Mal, dass wir Mario gesehen haben. Auf dem Kanal zumindest. Vielleicht kommt ja auch irgendwann mal Super Mario Galaxy 3 oder Super Mario Odyssey 2. Das fände ich auch cool. So, 10 Stück noch. Sind das hier vielleicht schon die 10? Nice! Oh, das war's. Oh, das war aber sehr, sehr leicht. Okay, cool. Das hat mir gefallen. Leichte Aufgaben mag ich. Stern Nummer 97, Galaxie komplett, sehr schön. Dann schauen wir mal, wo gerade noch ein Schabernack-Komet schwebt. Oh, aktuell sind gar keine da. Ach, dann muss ich die hier verschieben, ne, damit die auftauchen. Hallöchen!
bitte einmal bewegen. 20 Sternteile, ja, das geht klar. Ja, 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 mein Bauch ist voll, da will ich mal loslegen. Hm, verzieht euch, verzieht euch, verzieht euch doch. Na, oh, der ist so süß. Alter Schwede, was? Du hast so viele Münzsammelaufgaben. Ja gut, warum nicht? Ist in Ordnung. Tja, wo gehen wir denn als nächstes hin? Wir könnten nochmal zur Terrasse. Ja, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Terrasse, würde ich sagen. Honigbienenkönigreich. Na dann. Ich hoffe, das läuft so fluffig wie gerade eben. Lila Münzen der Honigbienen. Los geht's. Boah. Wisst ihr, irgendwann werden wir bei so einer Münzsammelaufgabe das Problem haben, dass ich eine einzige Münze nicht finde. Ich habe das irgendwie im Gefühl. Also irgendwo werde ich eine Münze vergessen und dann wird es richtig schlimm wahrscheinlich. Vor allen Dingen, wenn ich sterbe, verliere ich dann eigentlich alle? Aber wisst ihr was, das probieren wir mal eben aus. Habe ich jetzt immer noch 6 oder habe ich jetzt 0? Boah, da muss man komplett wieder von vorne anfangen. Okay, das ist schon, boah, das ist schon sehr, sehr übel. Na gut, ich darf also nicht sterben. Oh, so viel dazu. Das war ja schon ganz schön knapp. So, kann ich hier so hochlaufen? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder brauche ich hier Bienen-Mario? Ja, ich muss von oben runterrutschen. Okay. Da rechts ist noch eine Münze. Ah, schaut mal. Okay, da kommen wir hoch, glaube ich. Ah, hier an der Seite sind auch welche. Okay, auf jeden Fall schon mal eine fiese Stelle. Ja, ich muss auf jeden Fall die ganze Zeit die Kamera drehen. Damit ich hier garantiert nichts verpasse. Trotzdem, irgendwie mag ich die Aufgaben. Ich finde das witzig. Oh, nein! Ich dachte, da könnte man vielleicht rein. Anscheinend nicht. Ich spiele den Level ja erst zum 50. Mal. So eine Münze wäre ganz nett. Wo kommen wir hier hin? Ah, okay. Hier vorne geht es auch noch weiter. Ja, auf jeden Fall ist es hier deutlich schwieriger als vorhin, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Hey, ein Leben! Ja gut, solange man die ganze Zeit Leben findet, ist es auch wieder in Ordnung. Wie das aussieht, wenn Mario festklebt und hüpft. So. Nein! Naja, hat ja keiner gesehen, ne? Hust, hust. Also ich werde das so ein bisschen zusammenschneiden, keine Sorge. Damit ihr nicht alles doppelt und dreifach sehen müsst. So, da sind noch Münzen. Da kommen wir irgendwie von weiter oben hin. Ach, da sind auch noch welche. Ja, und ich glaube, da unten bei der Röhre waren auch irgendwo noch welche. Beziehungsweise hier bei diesem Steingedöns, glaube ich.
Oder habe ich mir das eingebildet? Okay. So, jetzt gehen wir erstmal links lang. Ach, wäre das schön, wenn ich die Kamera drehen dürfte. Ah, genau. Was ist denn hiermit? Nein! Ach, das... Ernsthaft? Mann. Alter Schwede. Vielleicht wird das mit den Münzen doch noch anstrengender. Als zunächst gedacht. Hä, wie soll man denn da hochkommen? Ah, so, okay. Sehr schön. So, hier müssen wir gleich noch runterrutschen. Das vergesse ich nicht. Kümmern wir uns erstmal um die Münzen hier oben. Boah, das ist so nervig. Ich muss echt jedes Mal alle Münzen neu sammeln. So, da sind noch welche. Ah, da am Rand auch. Okay, und da ist noch so ein Reisestern. Ich bin jetzt mal super vorsichtig einfach. Wo kommt man hier hin? Ach, da kommt man zurück auf die andere Seite. Oh, da vorne ist auch noch eine. Okay. Egal, eins nach dem anderen. Immerhin haben wir schon mal 50 Stück. Das ist ja die halbe Miete. Okay, da am Rand sind keine... Hallöchen! Na du Schlawiner? So, hier haben wir noch eine Münze. Da sind noch drei Stück. Oh, da ist auch noch eine. Boah, nee, das sind zwei Stück sogar. Boah, was für eine fiese Stelle hier oben. Okay, ansonsten sind wir hier erstmal durch. Achso, jetzt müssen wir da vorne noch weitergehen wahrscheinlich, ne? Ja gut, die Stelle kennen wir ja noch aus dem regulären Level. Hier war doch dieser komische Schildfried oder wie der heißt, ne? Schildfried, genau. Hey, ich habe mir den Namen gemerkt. Das kann doch gar nicht wahr sein. Vorne links habe ich auch noch welche gesehen. Ah, und hier am Rand, da ist eine. Ach man, wieso darf ich nie die Kamera drehen? Habe ich halt Angst, dass ich hier runterfliege. Berechtigterweise. Boah, da unten ist eine. Boah, das ist ja voll die miese Stelle. Ja, Moment, dann hole ich erstmal die restlichen hier. Aber wie soll man denn von unten wieder nach oben kommen? Und wir müssen uns auf jeden Fall hier irgendwo runter droppen lassen, ne? Genau. Also in diesem Bereich hier müssen wir noch. Okay, dann sind wir bei 73. Ja. Dann machen wir erstmal hier weiter. Hallöchen. Oh, die Käfer haben Angst vor mir. Warum auch immer, ich bin gar nicht so gefährlich. Sagte er und tötete den Käfer. Ach, hier kommt man aber, glaube ich, wieder nach oben, ne? Kann das sein? Denn da links ist ja noch eine lila Münze.
Oh, ich hoffe, diese Sammelaufgaben werden nicht noch schlimmer. Hm, ich glaube, ich komme da nicht hoch. Oder? Ah, ich kann mich da nicht hochtricksen, auf jeden Fall anscheinend. Na gut, dann gehen wir halt wieder nach unten. Da fehlen uns ja eh noch welche. Oder kann ich mich hier nach oben pusten lassen? Nee, schade. Ja, vielleicht gibt es auch irgendwie einen Shortcut nach oben, aber... Ich weiß halt nicht, wie... So, hier noch eine Münze. Genau, jetzt müssen wir nochmal zurück auf die andere Seite. Hoffe, das klappt diesmal. Ja, keine Ahnung, warum das beim ersten Mal hier nicht gefluppt hat. Alter Schwede. Die längste Aufgabe aller Zeiten, glaube ich, im Spiel. Wir können uns ja hier vorne noch mal kurz umgucken. Ja, aber so spontan sehe ich auf jeden Fall keine lila Münzen mehr. Ja, oder wir schauen noch mal von ganz oben. Ja, das macht Sinn. Ach, Mario, jetzt spring doch! Mit diesem Rückwärtssprung. Ach, da unten geht's noch weiter. Okay, ich hab's gerade schon gesehen. Also wenn man hier runterfällt, ist glaube ich nicht ganz so schlimm. Och, Mario, mach doch diesen Backflip, bitte. Mach doch den Backflip. Mann, 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 Mann. Der Gute will mich provozieren. Ah, da vorne ist auch noch eine Münze. Nee, da sind drei Stück sogar. Okay, 92. Wir haben es fast. Nein! Oh nein, ernsthaft? Och nein. Oh, was? Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder nach oben? Das meinen die doch nicht ernst. Oh, das ist ja furchtbar. Okay, Cut nach oben. So, auf dem Weg nach oben habe ich übrigens noch mehr Münzen gesehen. Und zwar hier vorne irgendwo. Genau, sehr schön. Drei Stück. Ja, und ich glaube, fünf sind bei diesem Rutschpart, ne? Das heißt, wir sollten zumindest alle haben. Och, Mario, wenn du nicht diesen Backflip machst, dann bringst du mich irgendwann zum Weinen. So, das Blöde ist, ich darf meine Kamera halt nicht nachjustieren hier an der Stelle. Okay, eine einzige Münze. Nochmal ein Cut nach oben. So, ich hoffe, ich bekomme die blöde Münze diesmal. Nein, das gibt es doch gar nicht. Ach Mann. Also Leute, es sieht wahrscheinlich total leicht aus, aber es ist wirklich nicht so leicht, weil Mario halt so stark auf den Input reagiert. Holy moly. Also wenn man so ganz leicht zur Seite drückt, dann macht er so eine riesige Kurve schon. Und die Kamera dreht sich halt noch mittendrin, also das ist wirklich ein bisschen blöde. So, wir haben alle 100 Münzen. Alter Schwede, was für eine Aufgabe. Ja, trotzdem... Trotzdem hat es Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, irgendwie fand ich es trotzdem ganz witzig. Wie schon erwähnt, ich mag halt diese Sammelaufgaben. Ich finde das cool. Also, solange man keinen Zeitdruck hat, ist es halt echt...
Echt eine lockere Geschichte eigentlich. Boah, es ist halt nur so, dass ich halt echt viel rausschneiden muss oder musste für euch. Diese ganzen redundanten Laufwege. Mann, Mann, Mann. Ja, aber wir haben schön viele Sternteile gesammelt. Ist doch auch gut. So, wo geht's denn als nächstes hin? Muss ich wieder mit ihm quatschen? Ja. Ich glaube, die Terrasse ist komplett fertig, ne? Jo, sehr schön. Schaut mal, überall so eine kleine Krone. So, wir bewegen die Dinger nochmal. Wir bewegen. Akute Sprachstörung. Ich bin schon am Nuscheln. Weil mich das vorhin so genervt hat. Tja. Jetzt ist die Frage: Welcher Komet ist hier der leichteste? Loft, Küche, Schlafzimmer. Boah, ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt einfach mal ins Schlafzimmer, oder? Ja, wobei, schaut mal, bei Maschinenraum ist ein gelber. Dann machen wir den jetzt erstmal. Ausnahmsweise mal nichts sammeln, ist doch auch mal was. Oh, du kleiner Luma, du. So dick ist er schon, ganz vollgefuttert. Okay, was haben wir denn hier? Lila Komet, habe ich mich jetzt vertan? Eine Etage tiefer. Ist da der gelbe? Oh nein, nein, nein! Ach, was ist denn heute los? Mann, das ist nicht mein Part. Na, wenigstens lande ich wieder ganz oben. Der gelbe? Ah, hier ist der. Okay. Habe ich mit der Etage vertan. Anflug auf Tempokomet. Okay, also irgendwas auf Zeit. Na gut, ich meine, hier gibt es natürlich diese blöde Sprungfeder, ne? Das könnte auch hart werden. Was haben wir denn hier? Tempomodus, Umdrehböden. Ach nee, das ist nicht auf Zeit, das ist in doppelter Geschwindigkeit, ne? Ja, okay. Ja, schwer, aber... Ja, aber machbar. Also man muss ja nur diese Geschichte hier machen. Ist, glaube ich, in Ordnung. Selbst wenn wir ein paar Versuche brauchen. Prinzipiell kann man sich ja hier Zeit lassen. So, auf dieser Ebene habe ich alles. Dann schauen wir mal auf der anderen Seite. Ich meine, da war auch irgendwo ein Schalter, ne? Hä? Ach, ach, der zeigt gar nicht mit der Öffnung nach unten. Ey, ich bin ja heute wirklich total verstrahlt. Was ist denn los? Ich glaube, mein Gehirn ist wirklich ein bisschen dulli, weil ich vorhin die ganze Zeit immer wieder die gleiche Strecke latschen musste. Boah, das ist aber auch wirklich eine knappe Nummer. Holy moly. Ah, da an der Seite ist noch was. So, da kann ich jetzt aber wirklich stehen bleiben, ne? Ja, da kann ich stehen bleiben. Nicht, dass ich hier vorne was vergesse. Da ist nämlich noch einer, okay. Da kann ich jetzt aber auch wieder stehen bleiben.
Okay. So, das sind auch eigentlich schon die kritischen Schalter. Ich meine, ganz leicht wird es hier in der Mitte auch nicht, aber... nicht mehr so schlimm wie am Rand. Ach, jetzt kommt das Problem mit der Kamera wieder. Stimmt, genau. Ja, das Problem ist, jetzt sehe ich halt nicht, wo die Öffnung ist und ich darf halt einfach nicht die Kamera drehen. Okay, also in der Mitte kann ich stehen bleiben. Da wäre es eigentlich sinnvoller, von der anderen Seite aus loszugehen, ne? Okay, der bleibt hier stehen. Na, dann ist die Kamera auch ein bisschen besser positioniert. Okay, sehr schön. Das war jetzt nicht mein Plan. Kriege ich denn hier irgendwo noch eine Münze? Das wäre natürlich auch ganz schön. Okay, ansonsten da ist nichts mehr. Kann natürlich sein, dass in dem Fragezeichen eine Münze ist, aber... da traue ich mich jetzt aktuell nicht dran. Sammle ich die hier automatisch ein? Nee, ich muss noch springen. Okay, nicht so schlimm, ich hole die trotzdem. Okay, dann muss ich, glaube ich, da vorne noch hin. Genau. Hier war zwar kein Schalter, aber hier geht es ja noch ein bisschen weiter. Oh mein Gott, okay, ich habe alle. Alter Schwede, das war ja schon, ja, schon knackig. Des Endgames würdig, würde ich sagen. Ach, die Plattformen bleiben jetzt stehen, ne? Nice. Aber wieder muss ich leider ins Nichts springen. Das ist manchmal wirklich ein bisschen dämlich. Naja. Hauptsache, wir haben den Stern. Was für ein anstrengender Part heute. Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wird noch härter. Naja, Tempomodus, Umdrehböden, Stern Nummer 99. Na denn, im nächsten Part gibt es Stern Nummer 100. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Let's Fail Super Mario Galaxy. Euer Huxel, ciao.